Hi. Ah, guten Morgen, Jan. Was? Ich habe gemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich ein extra Set Blaupausen darum liegen. Hier, du kannst sie haben. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eins deines Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Und dann, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Okay. Hier noch? Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du irgendwelche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir vielleicht nicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf deinem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau mal beim Laden vorbei mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei. Nein. Gehen wir erstmal in die Mine, die wir hier in der Nähe haben. Oh, wir haben eine Mine in der Nähe. Hier ist doch eine Höhle, oder? Oder ist nichts drin? Achso. Ich habe bei der Mine ganz oben rechts gesagt. Ein gemeinsames Abenteuer. Nee. Ich lasse dich aber vorauslaufen, weil. Wobei, ich gehe jetzt einfach voraus. Yes. Meerrettich! Yes! Das heißt, wir können mit unseren Samen machen. Außer ich esse ihn. Ich behalte ihn. So, wie bist du jetzt zur Mine gekommen? Einfach nach rechts weiter? Ich glaube, hier irgendwo lang. Das ist auch so ein komisches Statuen-Ding. Hier? Also, ich war halt noch nicht drin. Oh, guck mal. Marlon. Hi. Ich habe gerade einen Blick auf diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich noch, dass da unten gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort ungestört für so lange Zeit, befürchte Erze sind nicht das Einzige, was du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. It's dangerous to go alone? Ja! Du hältst rostiges Schwert. Nice. Mein Name ist übrigens Marlon und ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Wo gehen wir jetzt lang? Die Treppe runter? Da ist mein Schwert. Können wir die ganzen Steine hier einfach aufhacken? Ist irgendwie nichts drin? Ein Stein. Oh, da ist die nächste Leiter. Heißt, die müssen wir wahrscheinlich immer erst suchen in dem Raum. Oh. Okay. Da oben ist doch was. Warum hast du es nicht kaputt gemacht? Ich hab's dir überlassen. Oh, es geht nicht. Doch, mit Zweien geht es kaputt. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch eine Energie- und eine Gesundheitsanzeige. Oh, was ist das denn hier? Oh, Kupfererz. Ah, manche davon sind auch ein bisschen seltener. Oh, ich sehe ein Monster. Okay. Monster, wo bist du? Ah. Ich habe eine Bombe bekommen von dem Monster. Ich habe Käferfleisch bekommen. Okay, ich habe die nächste Treppe gefunden. Also wahrscheinlich nie immer alles kaputt machen, sondern einfach runter immer gehen. Jo. Kostet ja auch Energie, alles kaputt zu machen, ne? Aber hier die seltenen Dinger wie das hier. Da sind nämlich Kupfererze drin, die mache ich schon kaputt. Quatsch. Kann man die kaputt machen, die Kisten hier? Ja. Aber da war oben zumindest nichts drin. Oh, hier war was drin. Hartholz. Und mehr Steine. Jetzt kaputt machen. Achso, ich kann es nicht aufnehmen, weil mein Inventar voll ist. Moment, ich habe eine Idee. Wo sind ganz viele Steine? Guck mal. Das war schon gut, ja. Die ist richtig praktisch, die Bombe. Moment, kann ich auch was ablegen einfach?
hab's jetzt weggeschmissen. Okay. Und eigentlich nur ablegen. Ach guck mal, ich kann die Geode dir anbieten, teilweise. Ah. Es wäre vielleicht gut, dass nicht jeder die gleichen Sachen mit sich rumschleppt. Ja. Kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, einen ganzen Stein oder so oder eine Kupfererze geben. Yes. Nice. Oh, aber irgendwie habe ich es immer noch. Ja, musst du mehrmals vielleicht drücken. Ich kann dir mal nur eins geben. Hm. Dann gebe ich dir erstmal alles und du kannst in Zukunft das Kupfererz erstmal machen. Mhm. Nimm mein ganzes Erz. Geil. Einmal. Wie viel hast du davon? Ah, okay. So. Da hinten ist ein Schleim. Immer zum Schleim. Okay. Ich glaube, der Schleim will auch zu mir. Ah, kann nicht um die Ecke angreifen. Oh. Wo ist das denn? Quarz. Ich habe hier noch was, was ich nicht aufheben kann. Wenn du noch Platz hast. Ja. Es ist despawned. Ja, weil ich gerade was. Eine Grünalge. Ich lass mal eine, die Geode mal hier. Also schmeiß die weg. Oh, ich kann wieder Bomben herstellen. Und jetzt müssten wir gucken, wo der weitere Weg ist. Ja. Soll ich irgendwas sprengen? Ja. Wo ist denn ganz viel auf einem Haufen? Hier. Blub. Oder hier halt auch. Da ist noch eine Geode, falls du die noch aufsammeln kannst. Ja. Leg mal hier die Bombe. Bombe. Ah ja, guck mal. Nice. Oh. Die Zwischenstation? Ist hier ein Fahrstuhl? Ja, guck mal, wir können damit zum Anfang wieder zurück. Oh. Was? Oh, ich hab kurz nicht hingeguckt. Beschütze dich! Hä? Wo kann ich nicht angreifen? Ah! Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe, ich Idiot. Oh, ich habe eine Krabbe bekommen. Okay. Da ist wieder nur so ein Fliege. Da ist. Wow! Ich wurde von einem Schleim angegriffen. Weißt du, was praktisch wäre? Ein größeres Inventar. Ja. Und der Schleim ist sehr aggressiv. Das Kämpfen macht voll Spaß. Kann ich wieder Bomben herrschen? Was brauche ich überhaupt für Bomben? Nein! Jan! Oh, Hilfe! Hilfe! Ich war gerade mal im Menü. Der Agro-Schleim. Echt mal. Was brauchst du denn für Bomben? Kupfererz und Kohle. Hm. Ich soll vielleicht nicht mein ganzes Kupfererz damit verschwenden. Sollen wir aber erstmal wieder rausgehen, jetzt wo wir quasi den in Anführungsstrichen Shortcut haben? Oh, wir können doch hier noch ein paar Steine kaputt machen, wenn wir eh schon mal hier sind. Oh. Ich habe die Leiter gefunden. Willst du noch einen weiter nach unten? Nee. Wir können eben auch unsere Energie aufbrauchen, ein paar Steine noch sammeln und dann wieder gehen. Okay. Oh nein, ich habe sogar Kupfererz und normalen Stein gefunden. Versuche jetzt mal ein paar zu sammeln, einfach für Kupferwerkzeuge. Ja. Aber unsere Werkzeuge gehen scheinbar nicht kaputt. Das finde ich auch gut. Bin da so ein bisschen Animal Crossing geschädigt. Ah, in den Dungeons ist schon cool. Mhm. Okay, dann Aufzug zur Not hoch. Aber hier rechts war doch auch noch was, oder nicht? Okay. Ah, nicht stark genug. Und die ist wahrscheinlich außer Betrieb? Ja. Na gut. Ist der Typ jetzt hier draußen irgendwo noch? Ah, da, rechts ist sein Haus. Nur für bewährte Abenteurer. Okay. Dann nicht. Die Brücke ist kaputt. Ich gehe da langsam zurück zur Farm. Okay. So ein Shortcut wäre geil. Warum blinkt das da oben schon wieder so hart rum? Wie viele Leute hatten das nochmal programmiert? Und erreiche Ebene 40. Einer. Einer? Einer hieß es vorhin. Krass. Hat zwar etwas länger gedauert, aber es war nur einer. Was brauchen wir denn für einen Schmelzofen?
20 Kupfererz. War das gerade dein Stuhl geknatzt oder dein Magen? Mein Magen. Was? Oh nein! Soll ich dir ein Stück Schokolade holen? Alles gut. Sicher? Soll ich deinen Bauch streicheln? Nein. Das ist ein Herzensprojekt. Aber ich kann jetzt eben noch meine Saat machen. Mhm. Eindeutig zu viele Bäume hinter deinem Haus. Hinter meinem? Ja. Haben wir noch Kupfererz hier? Und zwei. Unsere Kiste wird auch langsam voll. Okay. Mach mal kurz eine neue Kiste. Und leg die mal direkt daneben. Mhm. Sollten wir mal gucken, wo wir unsere Kisten überhaupt so hinstellen. Oh. Vielleicht musst du die eh einmal leeren, bevor du die wieder für was anderes verwenden kannst. So, kann ich jetzt? Da! Wilde Saat. Sogar 10 Stück sind da drin. Kann ich anpflanzen. Oh. Sehr gut. So, muss ich noch einmal schnell gießen gehen. Sind die Bohnen eigentlich gegossen oder sieht das nur müssten gegossen nicht sein. Gegossen aus? Müsste eigentlich passen. Ja, stimmt, die sind gegossen. Sah nur so aus. Oh, meine Energie ist fast leer. So, und Schwert machen wir uns nehmen. 2 bis 5 Schaden. Okay. Ja, wobei, ich glaube, ich lasse deine doch lieber da. Dein Haus ist ein bisschen größer. Da noch für Sachen. So, organisieren einmal. Oh, schön. Oh, du hast deine auch hier gelassen. Angel. So, dann nehmen wir das mal zum Verkaufen mit. Ah, Quarz kann ich im Museum spenden. Und den Mineral auch mal eben. Auster. Aha. Kann man sicher verkaufen. Ah, und die Grünalge kann man essen. Mhm. Käferfleisch. Hm. Das kann ich auch mal verkaufen. Ich mache mal das Ding kaputt, wenn ich einfach nur aufmachen will. Wir haben Kartoffeln. Oh. Cool. Oh, schon spät. Ist weg. 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 Und weg. Dann schlafen. Mhm. Und ich latsch morgen mal zum Museum. Guck mal, was der mir da sagt. Erstmal mit dem Schwert ins Bett gehen. Ja, ne? Also das Spiel ist halt auch echt nicht teuer für die Switch. Sollen, glaube ich, jetzt... Oha. 14 Euro? Oh, meine Krabbe hat echt viel gebracht. 100, ja. Das Käferfleisch, ja. Langsam. Ja. Langsam, aber sicher. Ich will gleich noch mehr Samen kaufen gehen. Okay. Damit ich mehr anbauen kann. Okay. Können wir erstmal nur schnell einmal alles gießen? Noch. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers, so viel kann ich dir sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteuergilde verdient. Pass auf dich auf. Okay. Aber wieso komme ich jetzt aus deinem Haus raus für die Cutscene? 10 Schleime töten. Mal so ein bisschen mit. Okay. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles? Pastinaken, Tulpen? Irgendwas Gemischtes. Und Bohnen. Ja. So, wieder hier. Und
latsche jetzt mal zum Museum. Willst du mitkommen in die Stadt? Gleich, genau, ich will in die Box. Okay. Ganz unten rechts irgendwo war das, ne? Ja. Also ich latsche am besten da durch. Über den Platz, runter, dann nach rechts, über die Brücke vorbei. Okay. Komm mal. Okay. Aber man kann schon einiges daraus machen. Macht anscheinend auch Spaß zum Zugucken, wenn ich das so sehe. Ja, sind noch 200 Leute da. Warum auch immer gerade bei Stardew Valley? Müssen wir wohl häufiger machen. Wo wir eigentlich nicht so viel machen. Ist da was da am anderen Zeltag? Oder guck du mal ins Board, ob da irgendwas Interessantes ist. Morgen hat Vincent Geburtstag. Wer ist Vincent? Sein Name ist so Stachelhahn. Hab ich vielleicht irgendwo mal gesehen. Das hier ist das Museum. Oh! Abziehen. Entsetzlich, nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Merkenswert, es ist sehr alt. Ich würde es gerne unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Muss ich immer etwas Gefallen bitten. Willst du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Du könntest zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Okay. Denk drüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bring einfach das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay. Ich hab Geld verloren. Dem Museum spenden. Das hier? Da kann sogar hin. Auswählen, wo es hinkommt. Und? Oh, wurde sogar angezeigt von mir. Kann ich die? Kann man irgendwie Sachen aufteilen, die man mit sich rumträgt? Dass ich jetzt sagen möchte, ich möchte die auf zwei Stapel machen. Oder sind die immer gestackt? Oh. Interessant. Was? Soll ich eine Nachricht schreiben? Hast du eigentlich mal irgendwann auf mein Profil geguckt? Guck mal. Ich seh's! Kannst du das eigentlich? Ich glaube, ich spende sowieso immer nur einen. Probieren wir es einfach mal aus. Ah, nee. Stimmt, ich könnte noch einen zweiten spenden. Ich dachte, als hättest du irgendwas. Sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas, das du dem Museum spenden kannst. Mach dich besser mal auf die Stadtsuche, was? Okay. Ich hab's aber auch da versucht mit XY, aber es hat nicht so ganz geklappt. Der ist ein Kraken. Du bist Sam. Der hatte so rötlichere Haare. Okay. Aber hast du mal gesehen, was ich eingetragen habe bei Mag ich? Kann ich auf deine. Nee, bei dir darf ich nicht drauf. Oh. Ich habe Kuchen eingetragen. Geil. Schon wieder der halbe Tag, ich habe nichts gemacht. Ja. Ich habe zumindest neue Samen eingepflanzt. Klingt gut. Wir können unten aus der Farm auch raus. Ja. Bin ich auch schon häufiger. Da geht es nämlich zur Dame, die die Tiere hat. Ah. Oh, warum liegt wieder Stuff rum, mitnehmen kann. Nice.
Fairerweise, Kuchen ist aber auch sehr lecker. Was ist eigentlich, wenn ich einen von diesen Bäumen mal abhacke? Kann ich mir überhaupt die abhacken? Ich glaube aber sogar, nein. Ich habe ja Anfang des Jahres Animal Crossing, das neue im Stream gemacht. Nur mal so reingucken. Oh, das war ja auch mein Geld bekommen, dafür, dass ich Sachen gespendet habe. Mein erstes Animal Crossing. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich hatte so 40 Stunden. Hatte so das Wesentliche dann auch gesehen. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du hier letztendlich auch ein bisschen mehr machen kannst. Ich weiß auch nicht, irgendwie so vom Gefühl her. Oh. So, was haben wir denn, was wir bauen können? Schmelzofen. Aber ich brauche mehr Kupfererz. Ich latsche mal in die Mine und versuche ein bisschen Kupfererz zu kriegen. Okay. Zumindest noch für ein paar Stunden, bevor es Nacht wird. Was ist dein Lieblingskuchen? Meiner? Ja. Boah, ist schwierig. Ich probiere halt super gerne verschiedene Kuchen aus. Also ich bin immer ein großer Fan von Schoko zum Beispiel. Aber ich mag auch alles mit Obst und mit Creme und ich weiß nicht. Wovon ich kein Fan bin, ist Käsekuchen. Oder Schmand. Das mag ich gar nicht so wirklich, aber sonst bin ich eigentlich sehr offen. Ob jetzt Apfelkuchen oder Schokokuchen. Mhm. Ich glaube, am allerliebsten mag ich immer noch Rotkäppchenkuchen, wie meine Mutter den immer macht. Also ich würde sagen, aktuell ist mein Lieblingskuchen wahrscheinlich dein Maulwurfskuchen, den du letztens gemacht hast. Der war auch echt. War der echt so gut? Ja. Fand den auch echt gut. Echt lecker. Das freut mich. Da war ein Eichhörnchen. Ja. So. Ist jetzt alles hier neu generiert? Hm. Ja, das ist alles wieder neu. Also Rotkäppchenkuchen ist quasi Boden. Dann ist da so eine Nutella-Schicht, also Nutella-Kuchenschicht mit Kirschen drin. Dann ist noch so eine Creme drüber und oben quasi nochmal Kirschtortenguss. Das ist sehr lecker. Hab auch einen leckeren veganen Apfelkuchen, den ich gerne mag. Der Maulwurfskuchen ist lecker. Ich habe Toffifee-Muffins. Muffins mit Marmelade drin. Heute habe ich erst welche mit Apfelstücken gemacht. Ich weiß nicht. Ich backe irgendwie sehr viel mittlerweile. Und auch sehr gerne. Oh, Kristall gefunden. Ach, Quarz. Quatsch. Oh! Ich habe eine Zwergenschriftrolle bekommen. Oh. Du hast ein Artefakt gefunden. Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher Interesse daran. Aha. Cool. Ja. Ich glaube, hier ist echt so eine unendliche Steinquelle, wenn sich das jedes Mal wieder neu generiert. Schleimattack hier. Schleim in die Ecke prügeln. Na gut, ich muss eben eine Aufgabe noch Schleime prügeln, von daher passt's. Oh. Oh nice, ich habe sogar den Ausgang direkt gefunden. Kann man nicht Sachen einfach auf den Boden legen? Wenn ich einfach nur aus meinem Menü eben einmal raus möchte. Zack. Weiter gucken.
Feuers. Also Frage an den Chat. Kann man Sachen einfach, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, einfach ablegen auf dem Boden? Das ist dann noch eine Leiter. Ja. Aber die da oben kam, nachdem ich das Monster besiegt habe. Man kann es auf den Boden legen, aber wie? Ich bin nicht rausgefunden. Ist hier in den Secret-Gang gelandet? Schleimer. Wird auch so langsam wieder spät. Oh ja, stimmt. Schon wieder ein Ausgang erschienen, nachdem ich den Stein gekillt habe. Wieder den Community-Tab öffnen. Okay, oder nach ganz links einfach da. Ist hier irgendwo noch ein bisschen Kupfer? Nee. Ja, aber ich habe 13 und ich glaube, ein paar hatten wir noch im Lager. Das heißt, ich kann jetzt auch direkt erstmal gehen, damit ich auch rechtzeitig wieder zurückkomme. Mhm. Ob ich hier einmal instant die Treppe gefunden. Ob hier noch irgendwas ist, aber vom ersten Blick nicht. Okay. Dunkel geworden. Ja. Oh, ich habe auch wieder gut gesammelt. Ich kann dem Museum wieder was geben. Instant die Treppe gefunden, wünsche ich jeder in PMD. Yes. Was machst du so? Und unsere Farm aufgehübscht. Okay. Ich habe etwas gebaut. Okay. Wo ist es? Auf dem Feld. Moment. Eine Vogelscheuche! Yes! Wie cool! Oh, werde müde. Nice! Das ist auch cool, wenn einer quasi hier. Ach mal, die Diode kann ich auch gleich nochmal mitnehmen. Wenn einer quasi on-screen, was macht denn der andere off-screen dann? Ja. Kann ich? Wenn ich lege noch ein bisschen Quarz für Geld mal ab. Und das Monsterfleisch auch. Yes. So. Ja, ich mache alles hübsch. On screen? On stream. Eigentlich. So. Ich baue Wege und Zäune. Ich weiß, es macht mir mehr Spaß als anderer Stuff. Oh. 50 für den und 25 für den Quarz. Moment, das Käferfleisch gibt 8 Münzen. Oh. Ich weiß nicht, es ist für euch ja auch ganz angenehm nach so einem anstrengenden Tag. Gut, heute ist Sonntag, aber der kann ja auch anstrengend gewesen sein. Einfach so ein bisschen Stardew Valley zu haben. Und ich glaube, wenn einfach ein bisschen Routine drin wäre, Dogo, könnte man auch ein bisschen mehr quatschen. Von Mani. Hallo Jan, siehst du den Hund hier? Ja. Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Scheint ihm hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Dogo! Und adoptieren? Yes! Wähle einen Namen. Nicht Bello. Nein. Sag mir schnell einen guten Namen für den Hund. Shiba Inu. Er ist braun. Amaterasu? Ich nehme auch Joker. Das ist unser Hund Joker. Komm her, Joker. Sei ein braves Hündchen, ja? Wir haben jetzt einen Hund. Der ist jetzt irgendwo auf unserer Farm. Geil. So, dann probier ich das mal aus mit Stuff ablegen. Wenn ich jetzt was in meinem Inventar habe. Oh, ich hab den Weg kaputt gemacht. Bitte bau ihn wieder auf. Hab ich. So geht das. Du gehst einfach aus deinem Inventar raus. Nach links. Okay. Wieder was gelernt. Oh. Ich gehe jetzt erstmal zum Museum. Nein, das ist auf dem Weg. Joker und braves Hündchen. Oh, da ist noch eine Narzisse. Mitnehmen. Okay.
Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus. Ach, Alex, würde dir doch bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus. Danke. Alex ist voller Sack. Ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich hab dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Und jetzt ist auch voll die Pussy. Was ist da los? Wie im Real Life. Mhm. Was? Hm? Nein, ich wollte Samen kaufen und die haben Mittwochs Ruhetag. Was? So, ich möchte dem Museum spenden. Das ist wie, als wenn du bei deinem liebsten Burgerladen bestellen willst und damit erschreckend feststellst, dass die Ruhetag haben. Ich hasse das. Ich hasse diesen Trick, ja. Ja. Wo ist jetzt meine Rolle hin? Hä? Jetzt gespendet? Ich weiß nicht, im Zweifelsfall einfach nochmal spenden. Aber die ist weg. Okay. Hä? Hä? Habe ich sie verschenkt? Was habe ich mit meiner Rolle gemacht? Ich habe sie gerade Penny geschenkt. Hä? Warum? Das frage ich mich auch. Weil ich sie angesprochen... Wow! Weil ich sie in der Hand hatte und sie angesprochen habe. Oh, das hat er gefunden. Kalzit. Schade, kein Gold. Oh, mehr Kupfer. Und? Oh, das glitzert. Alamid. Wer ist Euke? Säue? Was will Kai uns sagen? Das versuche ich seit Jahren schon herauszufinden. Dann suche ich mir einfach eine neue Schriftrolle und schenke sie dem Typen. Aber erstmal baue ich uns jetzt einen Schmelzofen. Mhm. Und damit können wir Kupferbarren machen. Und damit können wir bessere Sachen machen. Yes. Yes. So. Da ist noch Kupfer. Und? Was braucht ihr denn noch? Steine, ne? Da, Schmelzofen. Ich mach den Schmelzofen mal hier vor dem anderen Haus einfach. Soll ich daneben? Ah, da geht auch. Achso, ich benötige 1 Kohle. Haben wir noch Steine? 269. Okay. Ich muss hier nämlich gleich mal ein paar klauen. Fünf Stücke Kupferz und ein Stück Kohle mache ich den Kupferbarren. Nice. Geklappt. Ich muss noch 2 Schleimer besiegen. Und mehr habe ich jetzt leider nicht. Das kann ich Gunther geben. Das kann ich Gunther geben. Toll, jetzt bin ich wieder weg. Nein, die Kiste ist leer. Jan steht vor der guten Kiste. Pack mal den Stuff, den ich untergebe, einfach mal in die andere Kiste da. Mhm. So, wie? Kann ich die auch selber herstellen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich zum Schmied dafür latschen. Okay. Running through the 90s zum Schmied oder zu Gunther? Okay. Das klang schrecklich. Schon? Ja, mal gucken, ob ich schnell genug da hinten ankomme. Gunther hat länger offen. Okay, dann gehen wir zuerst zum Schmied. Stimmt, ich glaube, Gunther hat bis 18 Uhr geöffnet.